Meine Damen und Herren, ich rufe auf die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Anpassung. Wir haben in der letzten Sitzung unter Nebenbemerkung im Ältestenrat über die Frage von Lautstärke gesprochen. Ich habe die parlamentarischen Geschäftsführer gebeten, ihren Beitrag zu leisten, indem sie die Fraktionen auffordern, dann auch mit ruhig zu sein und nicht nur die Präsidenten zu kritisieren, die keine Ruhe herstellen können. Ich sage das in allem Ernst jetzt. Ich bitte herzlich an dieser Stelle, wenn Sie schon reden, so zu reden, dass nicht wir alles mitbekommen. Ich will das gar nicht wissen, was Sie da. Ja, Sie haben keinen Gesprächspartner, Frau Wisse. Ja, kommen Sie hier mal an den Schriftführer, mit mir können Sie auch reden. Gut, aber leise. Bitte herzlichst einigermaßen das diszipliniert zu verfolgen. Also, ich rufe noch einmal auf, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Gesetz zur Anpassung des hessischen Datenschutzrechts an die Verordnung EU Nr. 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie EU Nr. 2016/680 und zur Informationsfreiheit. Berichterstatter ist Herr Kollege Frömmrich. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE bei Stimmenthaltung der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich rufe dazu mit auf den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit der Drucksache 19/6300. Und den Änderungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksache 19/6326. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Herrn Abg. Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben den Berichterstatter gehört. Wir beraten heute in zweiter Lesung. Wir haben eine umfangreiche Anhörung hinter uns. Heute haben wir auch schon einen umfangreichen Plenartag hinter uns und scheinbar auch noch vor uns. Der Gesetzentwurf hat im Wesentlichen zwei Teile bekanntermaßen. Zum einen ist es der Teil, der große Teil, der den Datenschutz betrifft. Hier nehmen wir die Anpassung an europäisches Recht vor. Dies ist gelungen aus unserer Sicht. Das hat auch die Anhörung ergeben. Viele haben uns das attestiert. Das ist uns besonders wichtig, auch der Datenschutzbeauftragte getan. Und vor allem ist uns auch wichtig die Feststellung des Datenschutzbeauftragten, die er noch einmal herausgestrichen hat, dass die Einzelmeinung, die auch vorgetragen wurde, im Rahmen der Anhörungen im Umfeld falsch ist. Der vorliegende Gesetzentwurf überschreitet die Kompetenzen des Landesgesetzgebers. Das Gegenteil ist richtig, ist ausdrücklich herausgearbeitet worden. Wichtig ist ferner die Feststellung von Prof. Rennellenfitsch, dass das Land weiterhin originäre Zuständigkeiten für den Datenschutz besitzt und nicht etwa von der EU gnädigerweise durch eine Öffnungsklausel nur verliehen bekommen hat. Das Land ist der Gesetzgeber, die EU hat auch ein großes Feld geregelt, aber wir bleiben als Landtag weiterhin dort zuständig. Der Datenschutzbeauftragte und andere Anzuhörende haben zum Datenschutzrecht darüber hinaus viele weitere wertvolle Hinweise, viele auch formaler Art gegeben. Diese greifen wir mit dem Ihnen vorliegenden Änderungsantrag, den wir einbringen, damit auch gerne auf. Und substanzielle Kritik, was den Datenschutzteil betrifft, der wurde nicht vorgetragen, nicht in der Anhörung, auch nicht darüber hinaus von betroffenen Gruppen. Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass dieser Teil und das Datenschutzrecht als Ganzes in Hessen weiter eine breite Akzeptanz erfährt und wir auch weiter sagen können, dass Hessen seinem Land oder seinem Ruf gerecht wird, ein Land des Datenschutzes zu sein, dass nicht nur Hessen vorn ist, sondern dass wir auch beim Datenschutz vorn sind. Dann gibt es in diesem Gesetzentwurf noch den zweiten Teil. Hierüber kann man politisch trefflich streiten. Das ist bekannt. Das haben wir auch viele Jahre getan. Das ist ein allgemeines Informationsfreiheitsrecht. Das kann man wollen. Das kann man politisch auch nicht wollen. Das ist eine Frage der politischen Bewertung. Und es ist auch kein Geheimnis, und wir haben auch als Koalition nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir diese Frage in der Vergangenheit und zum Teil auch jetzt noch unterschiedlich politisch bewerten, was die Notwendigkeiten eines Informationsfreiheitsgesetzes als solches angeht. Dennoch, meine Damen und Herren, ist uns ein guter Kompromiss gelungen mit diesem Gesetzentwurf. Und ich will auch vielleicht das eine oder andere noch etwas zurechtrücken. In der öffentlichen Debatte, da wird manchmal etwas überzeichnet, für die Informationsfreiheit, gegen die Informationsfreiheit.
Richtig ist doch, dass es schon jetzt zahlreiche Auskunfts- und Informationsrechte in Einzelgesetzen bei persönlicher Betroffenheit gibt. Und gleichzeitig ist ja auch richtig, dass schon jetzt diese Auskunftsrechte begrenzt werden, wenn Rechte Dritter zu beeinträchtigt werden drohen. Und im Grundsatz, wenn man das Ganze einmal zusammenbindet, bleibt es auch künftig so. Die wesentliche Änderung ist, dass ein allgemeiner Auskunftsanspruch in einem eigenen Gesetz jetzt künftig begründet werden wird. Aber auch künftig werden selbstverständlich diese Auskunftsansprüche an vielen Stellen ihre Grenzen finden, wenn Rechte anderer Bürger gefährdet werden und bedroht werden oder auch in Fällen, wo der Staat in seiner Aufgabenerledigung beeinträchtigt werden würde. Denn wir haben hier bei uns keinen gläsernen Staat, den wollen wir auch nicht, denn der gläserne Staat heißt automatisch immer auch der gläserne Bürger, denn alles staatliche Handeln betrifft unmittelbar oder mittelbar auch natürlich das Leben seiner Individuen, sodass man im Einzelfall immer abwägen muss, welche Interessen vorrangig sind. Und auch dieser deutsche Blick auf den Datenschutz und auf die Informationsfreiheit hat auch gute Gründe, auch stark in der deutschen Geschichte begründet. Anders als z. B. nordische Länder, die dafür stärker bekannt sind, wollen wir eben nicht, dass jeder in alle Angelegenheiten des Nachbarn eben mal hereinschauen kann, sondern es muss grundsätzlich immer ausgewogen werden. Für uns gilt effektive Kontrolle staatlichen Handelns ja, reines Schnüffeln aus Neugier beim Nachbarn nein. Und wenn man noch einzelne Punkte, über die besonders gestritten wurde, herausgreifen will, denkt man immer sofort an die Rolle von Polizei und Verfassungsschutz. Diese, meine Damen und Herren, sind auf besonders sensiblen Feldern tätig. Und daher halten wir es auch nach wie vor für richtig und wichtig, dass beispielsweise über den § 81 Absatz 2 Polizei und Verfassungsschutz generell von der Anwendung dieses Gesetzes ausgeschlossen wurden. Aber auch im § 81 Absatz 1 sind wichtige Einschränkungen enthalten, die ein sinnvolles Arbeiten der dort genannten Einrichtungen erleichtern und ihnen für Teilbereiche ihrer Tätigkeit eine mühsame Einzelfallprüfung ersparen. Und eine wichtige Grundsatzentscheidung, das möchte ich nochmals hervorheben, war es auch den Kommunen die Wahl zu lassen, den Informationsfreiheitsteil für sich und für ihren Wirkungsbereich für anwendbar zu erklären oder eben auch nicht. Kommunale Satzungen können daneben auch bestehen bleiben. Die Stadt Frankfurt als größte hessische Stadt hat so eine solche Satzung. Sie wäre also auch durch unser Vorhaben nicht gehindert, dort das Recht anzupassen oder aufzuheben, zu ändern. Diese dritte Option, neben der Option beizutreten, nicht beizutreten, besteht auch weiterhin. Das ist echte kommunale Selbstverwaltung, die auch in diesem Landesgesetz hier ihren Ausdruck findet. Damit kann ich festhalten, dass auch der Informationsfreiheitsteil dieses Gesetzes gelungen ist. Er ist auch rund. Ein anderes Regel- und Ausnahmeverhältnis in dem § 81 kann man sich immer wünschen. Dazu wurde in der Anhörung sehr viel und breit vorgetragen. Aber es gilt dort, das ist mir noch einmal wichtig herauszustreichen, das eingangs Gesagte. Individuelle Schranken des Auskunftsanspruchs sind immer zu beachten. Wo Rechte Dritter beginnen, die überwiegen, da finden die Auskunftsrechte selbstverständlich ihre Grenzen, ungeachtet der Regelungen im § 81. Und weiterhin möchte ich abschließend hervorheben, dass der Datenschutzbeauftragte uns ausdrücklich dafür gelobt hat, Datenschutz und Informationsfreiheit in einem Gesetz in Hessen zusammenzuführen. Ich glaube, das haben wir auch an der Stelle gut gemacht. Deshalb wird es ein gutes Gesetz. Mit dem jetzt vorliegenden Änderungsantrag werden noch wichtige Änderungen eingearbeitet als Ergebnis der Anhörung. Wir sind auf einem guten Weg, dass am Donnerstag dann hier auch zu welcher Uhrzeit auch immer ein gutes Gesetz verabschiedet wird, dass wir sagen können, Hessen bleibt vorn, weil auch der Datenschutz vorn ist. Uns allen noch gute Beratungen heute Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn für die Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin in einigen Punkten anderer Auffassung als mein Vorredner, Herr Kollege Heinz. Man hätte ein viel gelungeneres Gesetz machen können, wenn man es gewollt hätte. Aber ganz offensichtlich war insbesondere beim Bereich der Informationsfreiheit kein Mut vorhanden, sondern es wurde konservativ gemauert. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das findet man sogar in entsprechenden Gesetzen in konservativ regierten Bundesländern so nicht. Was uns am meisten stört, und deshalb werden Sie von uns auch
keine Zustimmung für diesen Gesetzentwurf bekommen können, ist, wie Sie in § 81, Herr Heinz hat schon darauf hingewiesen, eine Sondernummer für Polizeibehörden und das Landesamt für Verfassungsschutz machen. Das gibt es fast nirgendwo anders. Das gibt es fast nirgendwo anders. Und auch vollkommen zu Recht gibt es das fast nirgendwo anders. Weil, Herr Kollege Heinz, Sie haben sich ja selbst die Antwort gegeben, warum man es nicht machen muss. Weil natürlich immer noch eine Einzelfallprüfung stattfindet. Und das haben Sie jetzt gesagt, das wäre mühselig. Also, lieber Herr Kollege Heinz, da wir uns ja gut verstehen, will ich jetzt nicht ein anderes Wort nehmen, wo etwas anderes als Mühe vor dem Selig steht. Aber das geht doch so nicht. Also, man kann doch nicht sagen, bei den Sicherheitsbehörden ist uns die Arbeit viel zu schwer und die anderen Blöden sollen schon machen. Ich überspitze das jetzt einmal ein bisschen polemisch, damit man weiß, was ich meine. Und warum gerade bei den Sicherheitsbehörden? Ja, die Sicherheitsbehörden werden sicherlich feststellen, und wir haben das ja einige hier im Raum leid geprüft über 4 Jahre, ich Gott sei Dank nur 1,5 Jahre im Untersuchungsausschuss NSU gemerkt, dass man immer wieder neu prüfen muss, wo ist denn das Recht jedes Einzelnen angegriffen. Und dann muss auch nicht, darf auch nicht, nicht nur muss nicht, darf auch nicht, die Informationen herausgegeben werden. Hier drücken Sie sich, hier haben Sie ein Kokon um die Polizeibehörde und das Landesamt für Verfassungsschutz herumgezogen. Das halten wir für falsch, und aus diesem Grunde wird die FDP diesem Gesetz nicht zustimmen. Sie haben darüber hinaus eben darauf hingewiesen, dass der Datenschutzbeauftragte grundsätzlich diesen Gesetzentwurf in dem Datenschutzteil als gut beachtet. Ja? Aber Sie haben vergessen vorzutragen, dass alle Anregungen, und ich sage noch einmal, alle Anregungen, die zusätzlich der Datenschutzbeauftragte noch in der Anhörung schriftlich und mündlich vorgetragen hat, nicht übernommen haben. Nicht eine einzige. Ich finde das beachtlich. Weil manchmal ist es ja wirklich nur eine, und das merken Sie auch in unserem Antrag, ist es ja wirklich nur eine, ja, ist es eine sprachliche Übung, wenn man sagt, justizielle Tätigkeiten oder Tätigkeiten, die der richterlichen Unabhängigkeit unterliegen. Und es ist vielleicht sogar eine noch viel präzisere Beschreibung von dem Bereich, der wirklich zu schützen ist, nämlich die richterliche Unabhängigkeit. Aber die Verwaltungstätigkeit in einem Gericht ist nicht grundsätzlich zu schützen, sondern sie unterliegt genau denselben Dingen wie z. B. bei der Straßenbauverwaltung. Ich sehe da keinen Unterschied, ob da nur die Personalakte bei der Straßenbauverwaltung ist oder ob die Personalakte bei der Justiz ist. Und da muss man wieder schauen, kann man das veröffentlichen, ob das individuelle Recht des Einzelnen oder auch nicht belastet ist. Dritte Bemerkung. Wir wollen auch nicht die Schwierigkeiten provozieren, die ganz offensichtlich die berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Versorgungswerke haben. Für diejenigen, die sich mit dem Thema nicht zu 100% intensiv beschäftigt haben, und da habe ich Verständnis dafür. Das Paket war dick, die Zeit war kurz. Aber eines kann ich Ihnen sagen, ausnahmslos jedes berufsständige Versorgungswerk hat darauf hingewiesen, dass sie mit den anderen öffentlichen Körperschaften gleichgestellt werden wollen. Jetzt könnte man sich darüber streiten, und viele von Ihnen kennen mich schon lange und wissen, dass ich Freiberufler bin und dass ich vielleicht auch ganz gerne meine eigene Truppe ganz besonders angreife. Nicht verstanden habe ich, dass es 5 verschiedene Vorschläge der Oberhaupt- und Unterhaupt- und Geschäftsführer verschiedener Organisationen gegeben hat und nicht eine einzige. Ich finde, das hätten wir schon einmal machen können. Aber wir haben sie dann ja provoziert, und in unserem Gesetzentwurf ist dann die mit den Körperschaften abgestimmte Regelung für die Versorgungswerke da. Ich verstehe nicht, warum Grüne und Schwarze das nicht wenigstens das übernommen haben. Weil ich habe das Gefühl, dass Sie verstanden haben, um was für ein Problem es geht. Und ich habe auch das Gefühl, dass Sie eigentlich inhaltlich hinter dieser Lösung stehen. Sodass, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich uns allen noch 4 Minuten schenken möchte mit der Bemerkung, es war viel Arbeit. Die vorherige Abstimmung im Bereich des Datenschutzes mit dem Datenschutzbeauftragten hat zu einem relativ guten Gesetzentwurf geführt, den man aber noch hätte verfeinern müssen, insbesondere mit den Vorschlägen des Datenschutzbeauftragten. Und im Bereich der Informationsfreiheit
war Mauern angesagt und nicht die freie Information. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Holschuh. Bitte sehr. Ja, danke schön, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, das Informationsfreiheitsgesetz und die europäischen Auflagen zum Datenschutz. Ja, auf das Informationsfreiheitsgesetz haben wir lange gewartet. Es wurde oft angekündigt, und wir haben auch oft hier daran erinnern müssen. Und jetzt, kurz vor der Legislaturperiode, haben sich die Fraktionen von CDU und GRÜNEN dazu durchringen können, ein Gesetz uns vorzulegen. Hessen bekommt ein Informationsfreiheitsgesetz versteckt als Teil 4 hinter einer Vielzahl von Änderungen und Anpassungen des hessischen Datenschutzes, die durch die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung notwendig wurden. Wir finden, Hessen als Vorreiter im Datenschutz hätte es gut gestanden, selbstbewusst ein eigenständiges, modernes Transparenzgesetz vorzulegen, das auch den heutigen Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Behörden in unserem Land gerecht wird. Das haben Sie, Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktion, leider mit dem, was Sie uns hier vorgelegt haben, verpasst. Daran ändert auch die Vorlage Ihres Änderungsantrags nichts, der die umfassende Kritik aus der Anhörung nur zu einem geringen Teil aufgreift. Ich möchte deshalb auch die Kritik an dem Informationsfreiheitsgesetz an den Beginn meiner Rede stellen, weil wir uns oft hier schon über Sinn und Zweck einer solchen Regelung ausgetauscht haben und es Ihnen leider trotzdem nicht gelungen ist, was mittlerweile der Bund, alle Bundesländer bis auf Bayern und Sachsen, ihren Bürgerinnen und Bürgern zugestehen. Das haben Sie nicht hinbekommen. Transparenz und Zugang zu Informationen sind notwendige Voraussetzungen für Partizipation, für Teilhabe und Mitbestimmung in einer modernen, lebendigen Demokratie. Das haben wir hier bei den vielen Diskussionen rund um ein Transparenzgesetz, unter anderem auch in unserer Vorlage, formuliert. Ohne Transparenz und ohne Mitbestimmung fehlt staatlichem Handeln die Legitimationsgrundlage. Informationsfreiheit und Zugangsfreiheit sind elementare Bürgerrechte. Staat und Politik müssen sich öffnen und Vorhaben und Entscheidungsgrundlagen nachvollziehbar machen. Deshalb war, meine Damen und Herren, die Kritik in der Anhörung gerade an dieser Stelle auch so groß. Und da teile ich Ihre Einschätzung eben nicht. Herr Heinz, es war an dieser Stelle, was den Transparenzteil betrifft, eine vielfältige Kritik da, insbesondere Transparency International, die Stiftung Datenschutz, Mehr Demokratie Hessen, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, die Datenschützereien Main. Alle haben formuliert, dass eine Chance vertan wurde, statt eines Informationsfreiheitsgesetzes ein Transparenzgesetz zu schaffen. Damit werden die betroffenen Behörden gefordert, initiativ Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Bürgerinnen und Bürger erst auf einen aufwendigen Auftragsweg begeben müssen. Die Einschätzung, dass sich Hessen aus dem kleinen Kreis der Bundesländer ohne gesetzlich geregelten Informationszugang mit diesem Gesetz löst und wenigstens zu den anderen 12 mit Regelungen aufschließt, ist nur ein schwacher Trost. Denn jetzt, und das haben alle festgestellt, haben wir das schlechteste der Länder, die eins haben. Und das, obwohl auch der Datenschutzbeauftragte, Prof. Nellenfitsch, auch noch einmal herausgestellt hat, dass Hessen als Vorreiter im Datenschutz gegolten hat. Leider erfüllt dieses Gesetz an dieser Stelle die Vorreiterrolle auf keinen Fall. Was unsere Auffassung bestätigt hat, ist, dass fast alle diese Bereichsausnahmen, die jetzt auch von Herrn Dr. Hahn angesprochen wurden, dass diese Bereichsausnahmen so umfassend gestaltet wurden, vor allen Dingen so pauschal gestaltet wurden. Diese pauschale Regelung, unter anderem, dass die Kommunen erst einmal ausgenommen sind und erst mit einer eigenen Satzung erklären müssen, dass dieses Gesetz auch für sich selbst gilt, hat kein anderes Bundesland, und ich glaube auch zu Recht. Zu was führt es dann in der Praxis? Die meisten Kommunen werden solch eine Satzung gar nicht verabschieden, zumindest wenn vor Ort CDU-Mehrheiten das Sagen haben. Wenn sich ein Kreis, eine Stadt oder eine Gemeinde entschließt, eine eigene Regelung zu treffen, besteht doch die Gefahr, dass wir uns in einer zersplitterten Landschaft mit unterschiedlichen Satzungen entwickeln, die den Begriff Transparenz geradezu ad absurdum führen.
Herr Eiermann hat uns in der Anhörung aus den Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz berichtet. Dabei zeigt sich, es ist nicht so, wie behauptet wird, immenser Aufwand bei den Verwaltungen, unzählige Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, ausufernde Kosten und, wie ich eben gehört habe, Schnüffeln beim Nachbarn. Das ist doch nicht die Intention eines Transparenzgesetzes, meine Damen und Herren. Teilweise haben wir ja Erfahrungen aus den anderen Ländern. Wir haben teilweise in Brandenburg z.B. schon 20 Jahre so ein Gesetz. Seit 20 Jahren ist so ein Gesetz in Kraft. Beim Bund immerhin schon seit 10 Jahren. Nirgends, aber auch nirgendwo wird davon berichtet, dass irgendwelche Verwaltungen lahmgelegt werden. Es geht doch vielmehr darum, dass das berechtigte Interesse an Entscheidungsgründen, die Beschlüsse der Gremien verständlich gemacht werden, dass Informationen zugänglich gemacht werden, die helfen, dass wir und warum zu verstehen. Genau das wurde uns ja auch von unseren Pfälzer Nachbarn berichtet. Die Informationsmöglichkeiten dort sind umfassend, und die moderierende Funktion des Landesbeauftragten kann vielfach eher zum Rechtsfrieden beitragen und eben nicht zu Streit zwischen Kommune und Bürger. Deutschlandweit einmalig, und Herr Dr. Hahn hat es angesprochen, und das war ja auch ein Hauptkritikpunkt in der Anhörung, ist völlig absolut nicht nachvollziehbar ist, warum Polizei und Landesverfassungsschutz pauschal von den Regelungen des IFG ausgenommen sind. Das kann uns wirklich nicht so stehen bleiben und wird auch bei uns zu der Ablehnung dieses Gesetzes führen. Das ist absolut nicht zeitgemäß. Es wurde auch unter anderem auch vom Innenminister darauf hingewiesen, dass es spezialgesetzliche Regelungen gibt, und da wurde auch darauf verwiesen. Aber das stimmt ganz einfach nicht. Das stimmt nur dort, wo direkt betroffene Personen auskunftsberechtigt sind. Es geht doch gerade eben nicht darum, dass es die direkt betroffenen Personen betrifft, sondern dass man Verfahren überprüft, dass man eben Regelungen der allgemeinen Sache überprüft, eben auch dann, wenn Dritte davon betroffen sind. Und genau das muss man mit so einem Gesetz regeln, und genau das ist eben hier nicht geregelt. Vielfach, und das haben wir in der Anhörung auch gehört, wurde festgestellt, und dem können wir, und da müssen die Grünen heute auch mit durch, die Kritik an der Umsetzung sowie den handwerklichen und technischen Fragen ist erheblich, und es scheitert offensichtlich daran, dass die Ansätze von der CDU und von Grünen eben diametral auseinanderliegen, aber das werden Sie der Öffentlichkeit erklären müssen, und das werden Sie sicher nachher auch noch tun. Die Kritik: die vielen Ausnahmebereiche sind meist nicht begründet, und die Änderungen, die Sie uns vorgelegt haben, und der Versuch, das eine oder andere noch zu heilen, ändert die grundsätzliche Ablehnung unserer Fraktion nicht. Es zeigt vielmehr, dass es eben nicht funktioniert, wenn man die Gesetze, bei denen man sich nicht einig ist, bis zum Schluss aufhebt. Was dabei herauskommt, kann man hier recht gut sehen. Vor lauter Kompromisse nur noch ein Niemand weh und Niemand ach. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zu den Teilen kommen, die sich mit der Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Vereinheitlichung der Datenschutzregeln aller 28 Mitgliedstaaten. Zunehmend, und das erkennt man in der aktuellen Diskussion, unter anderem auch Facebook in den letzten Wochen, erkennen auch Unternehmen, wie wichtig es ist, einen entsprechenden Datenschutz zu bieten und Transparenz, was mit den Daten ihrer Kunden passiert, zu schaffen. Facebook wäre sicher nicht bereit gewesen, die Regelungen so transparent zu machen, wie sie es momentan versuchen, wenn nicht die Europäische Datenschutzgrundverordnung und die Regelungen in Europa dazu geführt hätten, dass der Druck auch auf solche Unternehmen steigt. Ich habe 28 Gesetze gezählt, die dem Gesetzentwurf Berücksichtigung finden und geändert bzw. angepasst werden. Dies alles handwerklich gut auf den Weg zu bringen, war eine absolute Fleißarbeit, und ich möchte mich bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung und den Ministerien bedanken, die den Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN diesen Gesetzentwurf erstellt haben. Besonders auch das Team rund um den hessischen Datenschutzbeauftragten, Herrn Prof. Ronellenfitsch, war uns in den Sitzungen des Unterausschusses Datenschutz, aber auch im Innenausschuss immer mit der Fachkompetenz zur Seite gestanden. Und das hat es uns in der Bewertung auch einfacher gemacht. Wie schwer es war, alles zu berücksichtigen und vor allem die schwierige europäische Richtliniengebung unter Beachtung Bundesrecht umzusetzen,
hat sich in der Anhörung gezeigt. Wir alle, glaube ich, waren überrascht, wie viele vor allem auch grundsätzliche Änderungen von den Anzuhörenden vorgetragen wurden. Jeder, der sich schriftlich oder mündlich geäußert hat, hat eine Vielzahl von Vorschlägen, unter anderem auch der Hessische Datenschutzbeauftragte, aber auch andere, die sehr fachlich dezidiert ihre Meinung zu Gehör gebracht haben. Leider hat es fast nicht Eingang gefunden in ihre Änderungsvorschläge. Schade, denn vieles von dem, was dort in der Anhörung kritisiert wurde, wurde Ihnen sicher auch schon im Vorfeld bei der Erstellung des Fraktionsgesetzes zugetragen und entsprechend haben Sie die Informationen eingeholt. Es ist schon erstaunlich, dass deshalb vorhin wurde vorgetragen, unverändert das Gesetz anzunehmen, und dann haben Sie einen Änderungsantrag, der 16 Seiten hat. Da gehört schon ganz schön Huspel dazu, das so vorzutragen. Kollege, Sie müssen bitte dringend zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Es wurde zwar schon gesagt, dass wir uns am Donnerstag noch einmal darüber unterhalten, aber ich glaube, keiner hat bis jetzt förmlich die dritte Lesung beantragt.